die lenken die den ab, der Dicke läuft hier mal auf und ab. Durch die Blechkiste? Warte mal, wir haben ja erstmal die Hand auswählen, ne? So. Damit er da hinläuft, aber das muss so passieren, dass der Dicke auf dem Weg nach da hinten ist. Also kommen wir mal zurück. Ein Feuerchen da machen und dreht er sich bloß um. Da müssen wir auf dem Blechdings werfen. Anspannung pur. Kommen wir hier durch. Der darf auch nicht so dicht stehen, ne? Wenn wir jetzt werfen, dann kriegen wir beide ab. Da hätten wir seine Schwachstelle, das weißt du. Der kriegt das auch noch mit. Alles. Oh, so weit. Echt. Woher kommt dieses Geräusch? So, jetzt darf der andere sich hier umdrehen. Schnell rüber, schnell rüber, schnell, 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 schnell. Gleich dreht er sich wieder um, ne? Man könnte ja rüberlaufen, wenn er da in der Richtung geht. Der guckt uns nicht an, Gott. Dazu. Es ist fast soweit. Ich sperre das Tor. Nein, lass es auf. Wir wollen noch rein. Warum so viel zu unserem Besuch? Die Stimme der Mutter den Sohn erreichen. Nein, nein, wir waren so nah dran. Ja. Da ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Zeit. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir es. Na toll. Jetzt müssen wir den erstmal ablenken, dann er da irgendwie da oben guckt oder was. Wie weit kommt da? Was kann sie da anstecken? Das kann sie anstecken. Den geht er da hin, dann müssen wir da irgendwie rüberkommen, ohne dass der Dicke da hin. Oh Mann, oh Mann. Okay, dann muss sie das anstecken. Oder hinter uns. Nee, da müssen wir dann anstecken. Da oben läuft auch noch einer rum. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das bremst schnell. Weil der dreht sich gerade um. Vielleicht kommen wir dadurch dann hoch. Das juckt ihm gar nicht. Ehrlich. Wir sind doch hinter der Mauer. Eigentlich dürfte er uns noch gar nicht sehen. Ne? Das ist noch ein Dicker. Wir sollen den Turm da erreichen. Oh Mann. Blechkiste. Aber
ist auch die Frage, wen wir da sehen oder wen er da sieht, ne? Warte mal. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Fangen wir das Licht ein. Hä? Guck mal, der Dicke, der läuft wieder nach da. Oh. Klappt, immer. Ja, komm. Schnell rüber zum anderen. Schnell, schnell, schnell. Reicht das? Nichts. Reicht das? Na gut. Alter. Alter, wir haben ja gelernt. Zweimal dürfen wir sie, oder mehr als zweimal dürfen wir sie nicht ablenken. So, wo ist der Dicke? Der ist da. Da ist ein Mehlsack. Bringt das bald, wenn wir darauf schießen? Um da durch die Tür zu kommen, oder wo müssen wir da? Ich denk mal schon, ne? Warte mal. Stein haben wir ausgewählt. Geht er um in der Hand? Weil die Schleuder, da steht es zu lange, ne? Wie lange bleibt er stehen? Ich habe ja gleich hier hoch und so, ne? Da müssen wir aber gucken, dass der Dicke uns da unten nicht sieht. So. Er geht ganz schön lange. Bleibt er stehen? Okay. Wie lange? Müssen wir rechtzeitig hoch, damit wir rechtzeitig da hinkommen. So. Naja. In der Ruhe liegt die Kraft. Wer doppelt ruht, der doppelt schafft. Na, ja. Da ist so ein Blech. Dings da, okay. Erstmal rein da. Hm? Mach dir die Tür nicht zu. Ehrlich nicht. Hier geht's wieder raus. Nein, ja? Hier soll doch irgendwo ein Geheimgang sein. Wo ist er? Ey, was ist hier? Hallo hol. Hallo hol macht die Kinder froh. So, warum sind wir jetzt hier? Wir sollten doch hier zum Turm. Oder müssen wir noch mal raus? Aber ich glaube, den interessiert das nicht, wenn die Tür auf ist, ne? Müssen wir gleich noch mal rein. Wenn er wieder sich umdreht. Hier durchs Fenster und dann... Wo ist er? Und die Frage ist, ob da nicht noch einer ist. Hm, ja, schön, kriegen wir Kissen. Materialien, Blech und Top. Kommt noch ein mitnehmen? Ja. Da ist das Heiligtum. Ah, und hier ist der Turm. Laut unseren Angaben. Ist doch hier, ne? Ja.
Na gut, gehen wir nochmal rein. Na, durch den Schlitz, da wird ja wohl nichts passieren, ne? Ne. Geht ja nur Treppe hoch. Ja, ja. Aber schön, dass wir uns umgeschaut haben. Nö, ne? Ja. Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Ja, ja, wir sind gleich da. Können wir noch was herstellen? Da haben wir nur 9 Stück. Hier können wir nichts machen, ne? Herstellung. Ne, hier. Okay. So viel dazu. Schon mal ganz gut. Ja. Wie geht's dir, Hugo? Ein bisschen komisch, aber gut. Oder ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch beiden. Wir schauen erstmal nach unten, ne? Esmeralda, du bist mir hier irgendwie im Weg. Immer im Weg. Die Werkbank, die uns nichts bringt, weil, ne? Okay, ja, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich meine, ist schon ärgerlich, dass man nicht so viel Materialien findet. So einfach so, leicht. Man muss sich doch echt umschauen. Ich gehe einfach raus. Ohne... Geht er nochmal höher, ne? Komm, geh nochmal. Also, dass nicht so viele zu finden ist, ganz leicht, sag ich mal. Ah, geht sie höher? Wo wären wir jetzt da hingekommen? Dann wäre es da. Dann wären wir da irgendwie hin. Da oben sind auch schon wieder Wachen. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Der Eingang... Müsste doch, da ist doch der Tempel, da muss doch hier irgendwie lang gehen. Okay. Hört her! Ja. Es ist fast soweit. Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin. Wir kommen wohl rechtzeitig. Oder auch nicht. Wer weiß. Hugo, sieh mal. Ist sie vom Vogel? Musst du wissen. Glaube schon. Jetzt es wird ihm eine Ehre sein, wenn du sie trägst. Behalte sie, bis du ihn siehst. Ja, dann gebe ich sie ihm zurück. Natürlich, jetzt sammeln wir Federn. Schleiereule. Genau, wir sind Schleiereulen. So, hier geht's wieder runter. Ansonsten werden wir von da gekommen, ist nicht, glaube ich. Ja. Ob das so gut ist. Ja, anderen Weg gibt es ja hier nicht, ne? Ne. Na gut, komm. Wir müssen springen. Gut, gut. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler? Das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Das sind wohl wir. Überlegen uns was. Genau. Das sind wohl wir. Sollen wir bloß an denen vorbeikommen? Alter Falter. Freunde und Kinder. Heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch. Hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix. Der Phönix. Mit seiner Asche zu vereinen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter. Und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt. Was denkt ihr? Sieht gut gewagt, aus. Gewagt, aber glaubhaft.
Hey, verkleiden wir uns? Ja, na klar. Wir verkleiden uns. Wir machen jetzt Fasching hier. Karneval. Aschermittwoch und so, ne? Weißt du. Fasenacht. Wir fallen nicht auf. Wir gehören dazu. Wir sind die Nachzügler. Lululululu. Und wo ist sie? Wo ist unsere Tusnella? Öffnet Herz und Geist. Denn nun erzählen wir seine Geschichte. Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit Folge gerät. Dem Ritual. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja. Na los. Genau. Sind wir dran? Ja, sind wir dran? Dürfen wir? La 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 la. Wo ist denn Esmeralda? Hä? Wo ist die jetzt? Die bleibt da. Wir haben nur eine Sache für uns gefunden. Okay. Sorry. Wow. Amicia, sieh mal da oben. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also Ihnen? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Das wird ein harter Weg nach draußen werden. Wir werden doch bestimmt gleich auffliegen. Weil Hugo bestimmt wieder seine Klappe nicht halten kann. Und dann, ah ja, hallo und so, huhu, ich habe eine Feder. Oder hat die Feder jetzt, ne? Nicht, dass das ihn auffällt. Ne. Wir sind alle nicht zu erkennen, ne? Schleichen können wir, okay. Wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn wir schleichend dahin kommen, ne? So.